Kannst du dir vorstellen, in deinem eigenen Haus einen geheimen Raum zu finden? So unwahrscheinlich es auch klingen mag, einige Hausbesitzer haben tatsächlich Falltüren, Geheimgänge und im Fall eines jungen Mädchens sogar Schatzkarten an den scheinbar vertrautesten Orten gefunden. Bleib also dran und entdecke die unglaublichsten verborgenen Räume, die Menschen in ihren Häusern gefunden haben. Es wäre ziemlich seltsam, wenn du herausfinden würdest, dass es in dem Zimmer, in dem du dein ganzes Leben lang geschlafen hast, einen geheimen Raum gibt, von dem du nichts wusstest. Aber genau das ist einem kleinen Mädchen namens Emerson Kay im Jahr 2013 passiert. Als Emerson an ihrem 6. Geburtstag ihren Vater Peter um etwas Taschengeld bat, sagte Peter ihr, sie könne es sich verdienen, indem sie einen alten, ungenutzten Lagercontainer ausräumte. Emerson stimmte widerwillig zu, ohne zu ahnen, dass sie dabei war, ein erstaunliches Geheimnis zu lüften. Auf den ersten Blick schien die Kiste mit alten Türgriffen und Metallstücken gefüllt zu sein. Doch als sie den Boden der Kiste erreichte, entdeckte sie etwas Ungewöhnliches. Ein zerknülltes Stück Pergament mit seltsamen Markierungen. Sofort griff Emerson nach dem Papier und zog es aus der Kiste. Es war stark verstaubt und an den Rändern zerfleddert, aber als sie es ihrer Familie zeigte, waren alle schockiert. Eine Schatzkarte hatte sie gefunden. Und als sie genauer hinsah, entdeckte sie etwas noch Erstaunlicheres. Die Karte zeigte ihr eigenes Zuhause. Emerson sah sich die zerknitterte Karte genau an und versuchte, die verschmierten, tintenfarbenen Anweisungen zu verstehen. Seltsamerweise sah es so aus, als wäre der Schatz in ihrem eigenen Schlafzimmer. Aber das konnte nicht sein. Emerson hatte 6 Jahre lang dort geschlafen und war sich sicher, dass es keine versteckten Schatzkisten oder Falltüren gab. Trotzdem nahm Emerson die Karte mit in ihr Schlafzimmer und versuchte, den Hinweisen zu folgen, aber sie stieß immer wieder auf Sackgassen. Es sah so aus, als wäre dort, wo der Schatz sein sollte, eine massive Wand. Da kam Emersons Vater zu Hilfe. Er klopfte so lange an die Wand, bis er eine Platte entdeckte, die verdächtig hohl klang, fast so, als wäre etwas dahinter verborgen. Emerson war ein wenig verwirrt. Wenn hinter ihrer Wand wirklich ein Schatz verborgen war, konnte sie ihn doch nicht erreichen, oder? Schließlich reicht es schon aus, mit Buntstiften an die Wand zu malen, um ein Kind in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen, ganz zu schweigen davon, die Wand komplett einzureißen. Doch was sie nicht wusste, ihr Vater würde alles tun, um seinem kleinen Mädchen eine Freude zu machen. Er schnappte sich eine Elektrosäge und schnitt, während Emerson sich mit Lärmschutzkopfhörern auf die Ohren drückte, eine rechteckige Öffnung in die Wand. Dann trat er zurück und ließ Emerson ihr Rätsel lösen. Vorsichtig griff sie nach dem Rand der Luke und zog daran. Die Platte löste sich und gab den Blick frei auf einen geheimen Raum, den Emerson ihr ganzes Leben lang in ihrem Schlafzimmer versteckt hatte, ohne dass sie es geahnt hatte. Als Emerson eintrat, fand sie einen kleinen, staubigen Raum vor, der offensichtlich seit Jahren nicht mehr betreten worden war. Sie war etwas verwirrt, denn dieser geheime Raum war völlig leer. Zumindest dachte sie das, bis sie eine kleine Truhe auf dem Boden entdeckte. Sie öffnete sie und fand darin eine funkelnde Sammlung von Schätzen, Schmuck und Münzen. Emerson war überglücklich und ließ ihrer Fantasie freien Lauf, um herauszufinden, woher dieser funkelnde Schatz stammen könnte. Aber das Beste war, dass ihr Vater genau wusste, wie der Schatz dorthin gekommen war, denn er hatte den geheimen Raum gebaut und den Schatz dort versteckt. Das alles war Teil eines spektakulären Plans, den er schon vor Emersons Geburt ausgeheckt hatte, nur um sein ungeborenes Kind zum Lächeln zu bringen. Peter, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass du nicht nur der würdige Gewinner des Titels Vater des Jahres bist, sondern auch der beste Geheimnisbewahrer aller Zeiten. Ich kann euch zwar nicht versprechen, dass ihr alle ein eigenes Geheimzimmer bekommt, aber ich kann euch garantieren, dass ihr jeden zweiten Tag mit verrückten Inhalten überrascht werdet, wenn euch dieses Video gefällt und ihr diesen Kanal abonniert. Alles klar? Cool, dann lasst uns noch mehr Geheimzimmer erkunden. Geheime Stadt. Man hat schon von Leuten gehört, die geheime Räume in ihren Häusern gefunden haben, aber 1963 entdeckte ein türkischer Hausbesitzer in der Region Kappadokien etwas, das etwas größer war als ein Zimmer. Der Hausbesitzer war gerade dabei, sein Haus zu renovieren, als er eine Kellerwand einriss. Als sich Staub und Schutt gelegt hatten, entdeckte er einen geheimnisvollen, höhlenartigen Gang, der sich tief in die Erde schlängelte.
Er wusste, dass er etwas Seltsames entdeckt hatte, aber er hätte nie gedacht, dass er tatsächlich auf den Eingang zu einer uralten unterirdischen Stadt gestoßen war, die seit Hunderten von Jahren unter seinem Haus verborgen lag. Verrückt, aber wahr. Die Stadt heißt der Rinkuyu und besteht aus einer Reihe riesiger Höhlen, die in das weiche Vulkangestein gehauen wurden. Die 18-stöckige unterirdische Metropole liegt etwa 250 Meter unter der Erde und hat einen Lüftungsschacht, der früher als Brunnen diente, um frische Luft und Wasser zu liefern. Der Raum soll so groß sein, dass er einst 20.000 Menschen samt Vieh- und Lebensmittelvorräten beherbergen konnte. Wenn der glückliche Entdecker von der Rinkuyu gehofft hatte, mehr Stauraum zu haben, so hat er ihn gefunden. Zumindest so lange, bis er gezwungen war, es der Regierung zu übergeben. Wie kam es überhaupt dazu, dass eine Stadt unter der Erde liegt? Es wird vermutet, dass der Rinkuyu zur Zeit des Byzantinischen Reiches gebaut wurde, um den Bürgern während der arabisch-byzantinischen Kriege zwischen 780 und 1180 Zuflucht zu bieten. Tatsächlich war die unterirdische Stadt als Zufluchtsort so erfolgreich, dass sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von türkischen Christen auf der Flucht vor Verfolgung genutzt wurde. Doch 1923 wurden die Christen aus der Türkei vertrieben und der Rinkuyu wurde verlassen, bis es von einem neugierigen Hausbesitzer wiederentdeckt wurde. Obwohl der Hausbesitzer, der Rinkuyu entdeckte, sofort den Behörden über seinen erstaunlichen Fund informierte, wäre ich persönlich versucht gewesen, ihn zu verschweigen. Kannst du dir vorstellen, eine ganze Stadt für dich allein zu haben? Was ist im Tresor? Schnallt euch an, Mystery-Fans, denn ich nehme euch mit auf eine Achterbahnfahrt auf Reddit. Im Jahr 2013 bat der Reddit-Nutzer Don't Stop Me Smee im Internet um Hilfe bei einem Rätsel. Sein Freund war vor kurzem in ein Haus in Neuseeland gezogen und hatte bei der Erkundung des Mietobjektes etwas Seltsames entdeckt. Während der Großteil des Hauses normal aussah, war die Garage durch Gitter und vergitterte Fenster geschützt. Darin befand sich ein verschlossener Tresor mit dicker Stahltür und einem seltsamen Muster aus altem Klebeband, das sorgfältig um das Ziffernblatt gelegt war. Was das Rätsel noch spannender machte, war die Tatsache, dass das Haus einst einer örtlichen Verbrecherbande gehört hatte. Vielleicht hatten sie in dem Tresor ihre unrechtmäßigen Gewinne versteckt und ihn mit Bargeld, Waffen oder gestohlenen Juwelen gefüllt, die nur darauf warteten, von jemandem entdeckt zu werden, der clever genug war, um den Code zu knacken? Natürlich war das Internet fasziniert und schon bald wurde Don't Stop Me Smee mit Kommentaren überschüttet, die ihn aufforderten, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Safe zu öffnen und sei es mit schwerem Gerät. Doch der Mieter zögerte verständlicherweise. Schließlich wäre sein Vermieter sauer, wenn er sein neues Zuhause beschädigen würde. So vergingen einige Monate ohne Neuigkeiten und die Redditors auf der ganzen Welt mussten sich damit abfinden, dass das spannende Rätsel um den versteckten Safe wohl ungelöst bleiben würde. Doch dann kam die Wende. 10 Monate nach dem ursprünglichen Post meldete sich ein anderer Redditor, der als neuer Mieter eingezogen war. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger war er entschlossen, das Geheimnis zu lüften. Statt sich um seinen Vermieter zu kümmern, schnappte er sich einen Winkelschleifer und machte sich an die Arbeit. Nachdem er das Schloss entfernt hatte, hebelte er mit seinem ganzen Gewicht die schwere Stahltür auf, voller Vorfreude auf den Schatz, der sich darin verbarg. Endlich war es soweit. Er betrat den Tresor und sah sich erstaunt um, wie leer er war. Statt einer unbezahlbaren Schatzkiste gab es nur ein paar staubige Regale und eine einzige Spinne. Er postete pflichtbewusste Fotos von seinem Fund auf Reddit, wo die Gemeinschaft der Hobbit-Detektive unglaublich enttäuscht war. Das zeigt wohl, dass nicht jedes Rätsel ein glückliches Ende hat, aber immerhin hatte diese Spinne die Chance, im Internet berühmt zu werden. Ich freue mich schon darauf, eines Tages ihre Memoiren zu lesen. Die Kammer des Schreckens. Wie wir gesehen haben, sind nicht alle Geheimkammern mit funkelnden Schätzen gefüllt. Während einige völlig leer sind, sind andere vollgestopft mit gruseligen Artefakten, die dir einen Schauer über den Rücken jagen werden. Wirf einen Blick auf das gruselige Versteck, das ein Imgur-Nutzer namens 2ByteBrownie entdeckt hat, der seine schaurige Geschichte mit dem Internet teilte. 2ByteBrownie hatte sich 2013 mit seinem Bruder im Haus seiner Eltern gestritten, als er stolperte und gegen ein Bücherregal fiel. Zu seiner Überraschung bewegte sich das Regal leicht nach außen und schien an Scharnieren befestigt zu sein. Nach einigen Versuchen gelang es den beiden Brüdern, das schwere Bücherregal von der Wand zu hebeln und eine Wendeltreppe zu entdecken, die in die Dunkelheit führte. Das Rätsel war zu faszinierend, um es ungelöst zu lassen, also stieg 2ByteBrownie mutig die Stufen hinab. Was er unten fand, war genug, um ihn für den Rest seines Lebens zu zeichnen.
Am Ende der Treppe befand sich ein versteckter Kriechraum voller seltsamer, geschnitzter Figuren, winziger Schlüssel und gruseliger Puppen mit glasigen Augen. Es sah aus, als hätte jemand in den Wänden gelebt. Noch gruseliger war, dass der Boden mit leeren Süßigkeitenverpackungen übersät war, die Two-Bite Brown ja als seine eigenen Halloween-Süßigkeiten erkannte, sowie mit einer frisch aussehenden Bananenschale. Der mysteriöse Bewohner hatte offensichtlich vor kurzem ein Festmahl genossen. Einige Leute warfen Two-Bite Brownie vor, die Geschichte nur erfunden zu haben, um im Internet Aufmerksamkeit zu erregen. Es wäre sicher nicht das erste Mal, dass jemand eine Falschmeldung erfindet, um im Internet zu punkten. Two-Bite Brownie besteht aber darauf, dass er die Wahrheit sagt und dass die Polizei derzeit den geheimen Raum und seinen unheimlichen abwesenden Bewohner untersucht. Wenn die Geschichte wahr ist, erscheint eine Gefängniszelle wahrscheinlich wie ein Luxus-Upgrade für jemanden, der es gewohnt ist, in einer Wand zu leben. Aber was denkst du? Ist diese Geschichte die schreckliche Wahrheit oder ein schlechter Scherz? Ihr Jonathan Frakes. Das Büro der Geheimnisse. Wer an ein Büro denkt, stellt sich vielleicht einen Ort vor, an dem der Spaß aufhört. Aber nicht alle Büros sind düstere Tempel der Langeweile. Frag einfach Ed Scoutis. Der Computersicherheitsexperte wollte ein Büro schaffen, in dem man sich gerne aufhält. Also ließ er seiner Fantasie freien Lauf und ließ sich über seiner Garage einen maßgeschneiderten Arbeitsplatz einbauen, der voller Überraschungen steckt. Unser Rundgang beginnt in der Eingangshalle, die ehrlich gesagt recht schlicht ist. Aber wenn man die Tür auf der rechten Seite öffnet, entdeckt man eine altmodische Treppe aus Kiefernholz, die auf etwas Aufregenderes hindeutet. Steigt man die Treppe hinauf, gelangt man in ein schrulliges Arbeitszimmer, das mit seinen gemütlichen Sofas, einem Grammophon, einer Schreibmaschine, einer Rüstung und einem Vergrößerungsglas an einen Detektiv aus der alten Welt erinnert. Für ein ganzes Team aber ein bisschen klein, oder? Falsch gedacht. Hinter dem Bücherregal verbirgt sich ein großer geheimer Besprechungsraum mit gestanzter Blechdecke, massiven Eichentischen, Plasmakugeln und einem antiken Globus. Und als ob das nicht schon überraschend genug wäre, befindet sich an der Rückseite des Arbeitszimmers eine mysteriöse Tafel, die vom Rest der Wand abgesetzt zu sein scheint. Genau, Ed hat einen doppelten Trick angewendet und einen Geheimraum in einem geheimen Raum versteckt. Das seltsame Panel hängt an Scharnieren und kann geöffnet werden, um den Blick freizugeben auf einen langweiligen, modernen Stauraum voller Kabel, Büroutensilien und einer Mikrowelle. Sind Ed an der Stelle die Ideen ausgegangen? Nein, natürlich nicht. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man an der Wand ein kleines Rechteck, das fast wie eine Schranktür aussieht. Dieses unscheinbare Panel lässt sich öffnen und gibt zwei winzige Löcher frei, durch die man direkt in die Augen eines Porträts von Albert Einstein schauen kann, das an der Wand des anderen Geheimraums hängt. So kannst du deine Kollegen im Auge behalten. Wenn du dich von Eds Büro inspirieren lässt, kannst du auch eine solche Geheimtür mit einer einfachen Kombination aus Ziegelsteinen, Scharnieren und Holzbrettern bauen. Alles, was du brauchst, ist ein leerer Raum, in dem du Dinge verstecken kannst. Aber verwandle nicht das Zimmer deines kleinen Bruders in deine Geheimkammer, ohne ihn vorher zu fragen. Schatztruhe. Wenn du einen geheimen Raum in deinem Haus finden würdest, was würdest du darin vermuten? Gold? Bargeld? Einen USB-Stick mit noch nie zuvor gesehenen Krass-Videos? Das sind tolle Möglichkeiten, aber ein Mann in Hamtramck, Michigan, entdeckte bei Renovierungsarbeiten in seinem Haus einen Schatz ganz anderer Art. Als Ricardo Busch beschloss, einige Holzverkleidungen im Dachgeschoss seines Hauses zu entfernen, hatte er nicht damit gerechnet, etwas Aufregenderes als eine massive Wand zu entdecken. Umso größer war sein Schock, als er einen winzigen Geheimraum entdeckte, der jahrzehntelang verborgen geblieben war. In dem Raum standen zwei große Truhen, die völlig verstaubt waren. Ricardo öffnete sie sofort und erwartete einen Haufen Goldmünzen oder wertvollen Schmuck. Doch stattdessen fand er einen riesigen Stapel Familienfotos und Erinnerungsstücke, die bis ins Jahr 1925 zurückreichten und einer Familie gehörten, die Ricardo nicht kannte. Der gutherzige Ricardo beschloss sofort, die geheimnisvollen Erinnerungsstücke wieder mit ihren ursprünglichen Besitzern zusammenzubringen. Er stimmte eine Reihe von Interviews in den Nachrichten zu, in der Hoffnung, dass sie von jemandem gesehen würden, der ihm mehr Infos geben könnte. Und glücklicherweise ging dieser Wunsch in Erfüllung. Eine 70-jährige Frau aus South Carolina war schockiert, als ein Freund ihr die Geschichte auf Facebook erzählte. Sie erkannte ihren Vater sofort auf einem der Fotos, die Ricardo entdeckt hatte. Es stellte sich heraus, dass das Haus, in dem Ricardo lebte, von Kathys Großvater gebaut worden war. Warum er sein Familienerbstück hinter einer geheimen Wand versteckt hatte, ist unklar. Vielleicht liebte er ja einfach Überraschungen. Was auch immer der Grund für das geheimnisvolle Versteck war, Ricardo war begeistert.
dass er Käfi die beiden Truhen schicken konnte, damit sie ihre Erinnerungen in Ehren halten und mehr über ihre Familie erfahren konnte. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, wette ich, dass Ricardo sich insgeheim immer noch wünscht, er hätte etwas Gold gefunden. Das versteckte Haus. Ein geheimes Zimmer auf dem Dachboden zu finden ist eine Sache, aber ein ganzes Haus dort oben? So unglaublich es klingen mag, aber genau das ist einem Reddit-Nutzer namens Catching Windows passiert. Er wusste schon immer, dass das Haus, in dem er seit 2 Jahren wohnte, einen sehr großen Dachboden hatte, aber er hatte nie die Gelegenheit gehabt, ihn richtig zu erkunden. Doch eines Tages packte ihn die Neugier. Er kletterte auf den Dachboden und entdeckte unter den staubigen Dielen einen riesigen Kriechgang. Als er sich nach unten wagte, stieß er auf etwas, das ihn auf seinem Weg festhielt. Es sah aus wie ein ganzes Haus. Das ist kein Witz. Verzweifelt, weil er mehr wissen wollte, stieß Catching Windows die grüne Eingangstür auf und spähte hinein. Seine Taschenlampe enthüllte eine Reihe staubiger Räume mit abblätternden Blümchentapeten, Lampen, einer Toilette, Glasfenstern und einem Waschbecken. Es war offensichtlich, dass in diesem geheimnisvollen Haus einmal jemand gelebt hatte, aber es stand offensichtlich seit langer Zeit leer. Verwirrt und verängstigt tat Catching Windows, was jeder besorgte Bürger tun würde. Er postete es auf Reddit. Glücklicherweise erhielt Catching Windows schließlich einige Antworten, die sein unerklärliches zweites Zuhause erklärten. Es stellte sich heraus, dass das Haus, in dem er früher wohnte, ein Lebensmittelgeschäft mit einer Wohnung im Obergeschoss war, in der die Ladenbesitzer lebten. Nach der Schließung des Ladens wurde das Haus in eine Kirche umgewandelt, aber anstatt die Wohnung im Obergeschoss abzureißen, beschlossen die Bauherren, einen großen Dachboden um das Haus herumzubauen, ihn zu verschließen und das Ganze zu beenden. Als die Kirche später in ein Haus umgewandelt wurde, dachte niemand daran, die neuen Besitzer darüber zu informieren, dass sie gerade 2 Häuser zum Preis von einem gekauft haben. Es gibt wohl Schlimmeres auf dem Dachboden. Geheimnisse des Kalten Krieges. Was würdest du tun, wenn ich dir sagen würde, dass es in deinem Garten einen geheimen unterirdischen Bunker gibt? Würdest du zur Schaufel greifen oder das gruselige Geheimnis lieber für dich behalten? Vor diesem Dilemma stand John Sims, als er 2015 ein Haus in Tucson, Arizona kaufte. Bei der Besichtigung seines neuen Hauses erzählte ihm der Vorbesitzer, dass es ein Gerücht über ein kleines Versteck im Garten gäbe. Glücklicherweise war das für John einfach zu faszinierend, um es zu ignorieren. Als das Haus in seinen Besitz überging, machte sich John mit Hilfe von Stadtunterlagen und einem alten Metalldetektor daran, den Garten nach Hinweisen auf das Geheimnis zu durchsuchen. Und er musste nicht lange suchen. Fast sofort piepte Johns Metalldetektor wie verrückt über einem Teil des Gartens. Nach einigem Graben entdeckte er eine seltsame Metallschüssel mit einem kleinen Griff, die unter der Erde vergraben war. Als er sie aufbrach, entdeckte er eine schmale Wendeltreppe, die unter seinem Rasen hindurchführte. Am Fuße der wackeligen Stufen befand sich eine geräumige Betonkammer. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem, was John ausgegraben hatte, um einen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges, der bis ins Jahr 1961 zurückreichte und seine Bewohner vor nuklearem Fallout schützen sollte. Aber was hatte er in Johns Garten zu suchen? Nun, Tucson ist von der Sonora-Wüste umgeben, in der die US-Regierung während des Kalten Krieges 18 Atomraketensilos errichtet hatte. Deshalb waren einige Bürger von Tucson ein wenig paranoid, was die Gefahr eines Atomangriffs anging, und die ursprünglichen Besitzer von Johns Haus hatten sich einen Notfallbunker gebaut. Obwohl der Kalte Krieg 1991 zu Ende ging, verliebte sich John in seinen seltsamen Fund und beschloss, ihn wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Auf Reddit berichtet er über die Fortschritte und es sieht schon ziemlich gut aus. Aber das Beste daran, es ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen. Unheimlicher Kriechkeller. Was würdest du tun, wenn du in dein Traumhaus einziehen würdest, nur um etwas wirklich Gruseliges in den Wänden zu finden? Genau das ist dem Reddit-Nutzer Lumberjack im Jahr 2014 passiert. Nachdem er 2 Wochen in seinem neuen Zuhause verbracht hatte, entdeckte Lumberjack eine kleine weiße Tür auf dem Dachboden und war neugierig, sie zu untersuchen. Er hoffte, einen verborgenen Schatz zu finden oder zumindest irgendwas Cooles, das er auf Reddit posten konnte. Seine Entdeckung brachte ihm zwar einigen Ruhm ein, hatte aber auch eine dunkle Seite. Hinter der weißen Tür befand sich ein kleiner, mit Teppich ausgelegter Kriechgang und ganz hinten gab es noch eine weitere geheimnisvolle Tür. Lumberjack brach das Schloss auf und spähte hinein. Der winzige weiße Raum war mit weißen Schallschutzplatten ausgekleidet und bis auf einen kleinen schwarzen Tresor in deiner Aktentasche leer. Lumberjack schnappte sich beides und trug sie ins Haupthaus, um die Schätze zu inspizieren. Er begann mit der Aktentasche. Er freute sich, als er darin Umschläge mit Bargeld und eine altmodische hölzerne Schmuckschatulle mit Uhren und Ringen fand.
Zufrieden mit den bisherigen Entdeckungen wandte sich Lumberjack dem Tresor zu. Wenn die Vorbesitzer Geld und Schmuck in einer Aktentasche herumliegen ließen, konnte er sich nur vorstellen, welche Kostbarkeiten sie in diesem geheimnisvollen schwarzen Kasten eingeschlossen hatten. Doch sobald Lumberjack den Safe öffnete, wünschte er sich, er wäre nie in den Kriechkeller gekommen. Auf der Innenseite des Deckels war mit weißer Tinte bedrohlich das Wort Do Not gekritzelt. In der Kiste war ein zerrissenes Stück Papier gefaltet, auf dem in großen, unsicheren Buchstaben Rette sich stand. Als wäre das nicht schon schlimm genug, befanden sich in dem Tresor auch noch 6 Kassetten mit der Aufschrift No, No, No. Es schien, als wäre Lumberjack auf etwas ziemlich Verrücktes gestoßen. Leider bleibt der Ausgang dieser unheimlichen Geschichte ein Geheimnis. Lumberjack löschte seinen Beitrag mit der Begründung, die Polizei habe ihn gebeten, den beliebten Thread zu entfernen, während sie den Fall untersuchten, da die gefundenen Bänder angeblich kriminelle Aktivitäten zeigen. Während einige Online-Skeptiker behaupten, Lumberjacks Geschichte sei ein Schwindel, bestreitet er bis heute jeglichen Betrug. Was auch immer der Fall ist, ich würde es mir zweimal überlegen, bevor ich dieses Haus besuche. Unheimliche Keller. Kaum etwas ist gruseliger als der Satz, da ist etwas im Keller. Doch leider sind schon viele begeisterte Hausbesitzer in ein brandneues Haus eingezogen, nur um dann festzustellen, dass sich unter ihren Füßen etwas ganz und gar Unheimliches verbirgt. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Imgur-Nutzerin MadHead86. Als sie ihrer Freundin half, einen alten Teppich herauszureißen, entdeckte sie zu ihrem Entsetzen eine versteckte Falltür im Boden. Als die beiden die Luke öffneten, entdeckten sie eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Eine gruselige alte Treppe führte hinunter in einen dunklen Raum, der mit seltsamen Gegenständen gefüllt zu sein schien. Als sie sich eine Taschenlampe schnappten, stellten sie mit Schrecken fest, dass der Raum von Reihen mit Gläsern gesäumt war, die alle bis zum Rand mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt waren. Waren sie auf ein unterirdisches Labor gestoßen oder Schlimmeres? Nun, keine Angst, denn als die Hausbesitzerin den Raum genauer unter die Lupe nahm, stellte sie erleichtert fest, dass sich in den Gläsern nichts Unheimlicheres befand als ein paar uralte, selbst eingelegte Gurken. Offenbar hatte der Vorbesitzer eine sehr ausgeprägte Gewohnheit zum Einlegen von Gurken, die er aus Scham nicht mit der Welt teilen wollte und stattdessen versteckt hatte. Die einzige wirkliche Gefahr war wohl eine Lebensmittelvergiftung. Aber das ist nicht der skurrilste Kellerfund, der im Internet die Runde machte. Ein noch brisanteres Geheimversteck ist der Raum, den Reddit-Nutzer Jerry entdeckt hat. 2 Wochen nachdem er in sein neues Haus eingezogen war, bemerkte er eine seltsame Holzplatte neben der Kellertreppe. Entschlossen, einen Blick darauf zu werfen, hebelte er die Sperrholzplatte von der Wand und war schockiert, als er einen geheimen Raum entdeckte, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Dort standen stapelweise leere Waffenkisten und ein Tresor voller Munition. Es war klar, dass der Vorbesitzer des Hauses ein Waffennarr war. Die schockierendste Entdeckung machte Jerry aber, als er eine Blechkiste öffnete und eine Granate entdeckte. Sein ganzes Leben lief vor seinen Augen ab, als er die explosive Bedrohung sah, doch nach einigen Schrecksekunden bemerkte er ein riesiges Loch im Boden der Granate. Sie war also doch nicht scharf. Die Achterbahn der Gefühle nahm ein glückliches Ende, als Jerry merkte, dass das geheime Waffenarsenal auch eine Kiste mit losen Pennies enthielt, die er hoffentlich für eine Therapie verwenden konnte, um sich von diesem Schreck zu erholen. Welche Geschichten sind wahr? Und für welche Geschichten sollten wir zum Lachen in den Keller gehen? Hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ihr Jonathan Frakes. Danke fürs Zuschauen wie immer und bis zum nächsten Video.